Morgen 4.30 Uhr. Soweit schon angezogen. Gleich noch versuchen zu laufen. Bin total schlapp. Heute ist Freitag. Das heißt, morgen ich das Laufen einstellen. Da will ich nur zu Fuß gehen. Ein paar Kilometer. Ja, ansonsten habe ich mir überlegt, aber tägliches Lauf zu machen ist eigentlich voll sinnlos, weil nichts passiert, wenn man daran laufen könnte. Aber mal gucken. Hi Leute, gerade vom Training gekommen. Boah, scheiße, ich bin Beast Mode gegangen. Ich hatte eigentlich keine Lust. Habe ich mir meinen Fatburner reingehauen, Energy Drinks und dann Musik rein und dann. Bam, bin ich hier vom Crosstrainer. Ja, 1200 Kalorien habe ich ja bis jetzt und jetzt ist es schon 18 Uhr. Crosstrainer drauf, 10 Minuten, gib ihn. 220 Kalorien in 10 Minuten verbrannt. Ehrlich, hat er angezeigt. Und dann gleich weiter vom Crosstrainer gesprungen, mit dem Tuch das Teil sauber gewischt, zu der Bank gegangen. Dann Leute mir schon aus dem Weg, oh Scheiße, der will trainieren. In die Hanteln gegriffen. Alter Schwede, ich hab gedacht, ich kotze noch. Oh, das war intensiv, kurz, aber intensiv. Das Laufen heute so beschissen war, konnte ich laufen. Nach 2 Kilometern habe ich Schlapp gemacht. Bin nur 3 Kilometer gegangen. Aber Hauptsache Bewegung. Ja. Mir ist tatsächlich eine Software gekauft. Eigentlich wollte ich sie mir leihen, um Videos zu schneiden. Ja, und dann mache ich morgen voll das krasse Video. Ich überlege, soll ich Kohlenhydrate laden? Ich bin so leer. Naja. Mal gucken. Heute ist auch eine Halloween-Feier. Willem will dahin. Aber Timo kann nicht. Der Wirt kann nicht. Er ist zu Marsch. Naja, okay, Leute. Ja, ich dachte, ich sag noch mal was zu den Trainingssystemen, also das Video da mit Venom zum Trainingssystem. Also ist nicht so, dass da komplett kein System hinter steckt. Also inspiriert hat mich dazu das Buch HFT von Christian Zippel, das Hochfrequenztraining. Momentan mache ich da, habe ich so mein eigenes Ding daraus gemacht. Vieles im Training, aber eigentlich auch im ganzen Leben, ist alles eine Sache des Sache der mentalen Einstellung. Ich bin halt der Meinung, dass es nichts Natürlicheres gibt, als den Körper komplett zu trainieren. So als ob wir wie Höhlenmenschen jeden Tag ums Überleben kämpfen würden, müssen wir jeder Muskel kämpft jeden Tag. Und die Fortschritte, die ich mache, die sind auch stark davon abhängig, denke ich, dass ich halt. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt 3, 4 Monate auf einen Wettkampf vorbereite, dann stehe ich auf und habe diesen einen Gedanken. Ich stehe praktisch auf und arbeite an meinem Ziel, an meinem Traum. Das ist eigentlich so ziemlich cool. Ja, ich habe noch viel, viel mehr andere Träume, aber. So, das ist halt irgendwie dann doch erfüllend, auch wenn man noch voll vieles verzichtet. Ja, und ich denke, das ist halt ganz wichtig, wenn man einen athletischen, guten Körper haben will, da muss man halt diesen Traum haben, diesen wirklichen Wunsch, also nicht einfach so, oh ja, ich will das, sondern man muss diese Vision haben und muss daran glauben, dann geht das. Geht mit allen Dingen im Leben. Glaube ich. Ja, okay. Mehr wollte ich jetzt dazu nicht sagen.